Hi meine Lieben, heute kommt nur ein kurzer Vlog, also ich hoffe er wird kurz. Ich versuche jetzt immer etwas kürzere Videos zu machen, weil ich ja eine ziemliche Labertasche bin und mir das meistens nicht so gelingt. Aber naja, deswegen ein kleiner Vlog. Und zwar geht es hauptsächlich darum, dass yay, ich habe ein neues Handy und das bedeutet yay, ich habe jetzt Instagram. Ich zeige euch mal mein neues Handy. Erstmal zeige ich euch mein altes Handy, würde ich sagen. Das haben die Leute, die mein What's in my Bag Video gesehen haben, haben das auf jeden Fall gesehen. Für die, die es noch sehen wollen und noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch das natürlich in der Infobox. Ja, das war mein altes Handy, was ich jetzt sehr, sehr lange hatte. Kein Touch, uraltes Ding, obwohl ich das wirklich gemocht habe, weil das sehr stabil ist, weil das alles aus Metall ist und Nokia und ne? Ihr wisst ja, aber wie gesagt, uralt. Ich glaube, ich war die Einzige, die noch so ein Handy hatte. Alle anderen haben schon Smartphones gehabt. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist definitiv Zeit für ein neues Handy. Und deswegen habe ich jetzt mir ein neues Handy gegönnt. Und das ist dieses hier. Das Samsung Galaxy Note 3. Und ich habe ein SpongeBob natürlich hier drauf. Ihr wisst ja, ich liebe SpongeBob, der musste auch gleich auf mein Handy. Was ich sehr schön finde an diesem Handy, ich muss noch lernen, ein bisschen mit umzugehen, weil wenn man die ganze Zeit so eine alte Krücke hatte, dann muss man schon erstmal mit so einem Smartphone also lernen umzugehen. Aber ich denke, ich kann das schon ganz gut. Ich finde das total schön hier hinten bei dem Handy, dass das hier so ausschaut, als wenn das genäht ist. Also, ne, seht ihr das? Also das finde ich eigentlich wirklich sehr schön und auch so die Funktionen, die ich da habe und alles. Und ich habe eben auch Instagram. Das wollte ich euch unbedingt mitteilen, dass ich das jetzt habe. Ich verlinke euch natürlich meinen Instagram-Account unten in der Infobox. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle, die ihr auch Instagram habt, mir folgen würdet. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil dann bringt das auch was, dass ich Instagram habe. Dann macht das auch Sinn. Verzeiht mir, ich bin natürlich noch nicht ganz so versiert in dem ganzen Instagram-Kram. Aber ich werde mich da reinfuchsen und werde dann für euch immer interessante Bilder posten und ja, irgendwas, was euch hoffentlich interessiert. Das ist auf jeden Fall schon mal Ankündigung Nummer 1. Dann Ankündigung Nummer 2 wird sein, ich werde jetzt 2 feste Videotage in der Woche machen. Das heißt, ich lade 2 Videos die Woche hoch, also auf jeden Fall 2 Videos. Es sei denn, ich bin krank oder sowas, aber jetzt im Normalfall. Und das ist einmal am Dienstag und einmal am Freitag. Ich hoffe, die Tage sind so okay für euch. Es kann sein, dass ich ab und zu auch mal in der Woche ein drittes Video hochlade, wenn ich irgendwie Bock habe oder euch irgendwas Bestimmtes erzählen will oder wie auch immer. Dann kann das auch sein, dass ich auch 3 Videos die Woche hochlade. Aber ich wollte das ganz gerne so machen, dass ich 2 feste Videotage habe, dass ihr auch wisst, okay, Dienstag und Freitag lädt Nelly ein neues Video hoch, falls ihr Bock habt, da vorbeizuschauen. Würde mich natürlich freuen. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht, weil ich habe auch öfters gehört jetzt in letzter Zeit, dass es irgendwie bei Leuten, die sehr viele Abos haben, da so Probleme geben soll, dass YouTube halt so ja, ausgewählte Videos nur in der Abo-Box anzeigt und nicht alle, die hochgeladen worden sind. Und so wisst ihr, Dienstag und Freitag kommt ein neues Video und dann könnt ihr ja gucken, was ich da hochgeladen habe. Aber ich schließe das nicht aus, dass ich dann auch mal Sonntag oder Mittwoch oder wann auch immer noch ein weiteres Video hochlade, wenn ich irgendwas Neues habe oder euch irgendwas mitteilen möchte halt. Das war also das Zweite. Ja, worüber kann ich noch mit euch reden? Ah ja, meine Haare. Ich muss da auch mal was zu sagen, weil mich das im Moment so nervt. Ich habe ja im Moment so eine Übergangslänge, also die ist so ein bisschen länger als die Schulter. Ihr seht das ja, ich habe jetzt so einen seitlichen Zopf mir gemacht und mich nervt meine Haare so sehr im Moment. Also ich werde sie nicht abschneiden oder so, keine Angst. Ich will sie lang haben. Ich hatte sie ja mal bis zum Hintern so lang, also sehr, sehr lang. Und habe ich es mir ganz kurz abgeschnitten, erstmal so. Und dann hatte ich so einen ganz kurzen Haarschnitt wie Rihanna in diesem Video Take a Bow, also ungefähr diesen selben Haarschnitt. Und jetzt will ich sie halt wieder lang wachsen lassen, aber das ist so, oh, es nervt so dermaßen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Geht es euch auch so, dass ihr im Moment eure Haare lang wachsen lassen wollt und euch das total auf die Nerven geht? Ja, meine Haare wachsen eigentlich ziemlich schnell, aber diese Übergangslänge, vor allen Dingen diese Länge nervt mich jetzt. Ich wünschte, sie wären wenigstens schon so, weil finde ich, da kann man noch mehr machen. Also Flechtfrisuren und sowas. Ich werde auch mal ein paar mehr Tutorials für Haare machen und so. Ich mache ja unglaublich gerne Frisuren und ich mache das eigentlich sehr, sehr selten, solche Hair-Tutorials. Und ehrlich gesagt würde ich das gerne öfters machen. Ich hoffe, euch würde das auch gefallen, wenn ich das öfters mache. Ja, also deswegen wundert euch nicht, wenn im Moment meine Haare immer so ein bisschen
ne, ausschauen, weil sie mich einfach echt nerven. Also so sind die Haare schon sehr gesund, aber die Länge nervt mich einfach. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann noch der herauswachsende Pony, der jetzt auch so eine komische Länge hat. Auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen trage ich im Moment auch so oft Dutt. Also nein, nicht nur deswegen. Ich liebe Dutt auch. Da habe ich jetzt eine neue Variation gesehen bei Cute Girls Hairstyles. Super geiler Dutt, den werde ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, aber deswegen, ich muss immer irgendwas machen, weil offen geht einfach gar nicht. Also wenn ich die offen habe, dann hängen die hier und dann ist es so bei so einer komischen Länge und oh, das nervt. Okay, naja, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig interessantes Thema, aber ich wollte es mal loswerden. Und dann wollte ich euch auch noch fragen, ich habe ein paar Fashion-Sachen gekauft, also ein paar Klamotten und Schuhe und auch eine Tasche. Und ich wollte euch fragen, habt ihr auch Bock auf so ein Fashion-Haul, also wo ich euch zeige, was ich gekauft habe? Wenn ja, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, das würde mich ja sehr interessieren. Da ich mich im Moment in meiner Figur nicht so besonders wohlfühle, weil ich hier einiges zugenommen habe und sowas, würde ich nicht so gerne die Sachen angezogen zeigen. Wenn das in Ordnung für euch ist, aber ich würde sie euch so zeigen und ein bisschen was dazu erzählen. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn ich auch wieder abgenommen habe, dann werde ich euch natürlich auch die Sachen angezogen zeigen in den nächsten kommenden Fashion Hauls, denn ihr wisst schon. Und ja, was noch? Ach ja, und dann würde ich auch noch gerne wissen, ich möchte mir eventuell so ein Zeug von Perlweiß, glaube ich, kaufen. Was man sich so, das schaut so aus wie Nagellack, was man sich so auf die Zähne morgens und abends macht. Und das soll die Zähne nach 2 Wochen oder sowas weißer machen, weil ich wünschte mir, ich hätte noch weißere Zähne. Und da wollte ich wissen, falls ich mir das kaufe, interessiert euch da so ein Vorher-Nachher-Effekt? Also sonst würde ich halt vorher ein Video machen und zeigen, was für eine Farbe meine Zähne haben und auch denn nach der Anwendung. Wenn euch das interessiert, bitte auch in die Kommentare damit. Ja, ansonsten wird jetzt als nächstes auf jeden Fall auch mein Lip-Swatch-Video kommen von den Essence Long Lasting Lipsticks. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und meine Schminksammlung, das wurde ja gewünscht. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ansonsten bin ich immer gerne auch für Anregungen und ja, was man noch so machen kann, bin ich immer dankbar. Also immer ab in die Kommentare, schön in die Tastatur hämmern. Ich freue mich immer riesig. Ja, ich glaube, sonst habe ich alles Wichtige gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Ja, ich denke schon. Okidoki, dann hoffe ich, dieser kleine Vlog hat euch ein bisschen gefallen, war informativ und bitte antwortet auf meine Fragen, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal, bye!